So, dann herzlich willkommen zur Abendsendung. Ja, es ist 22:45 Uhr, die US-Börsen haben zu. Doch da ist eben auch eigentlich nichts Großartiges passiert, ein bisschen konsolidiert, aber keine neuen Signale sind eigentlich da aufgetaucht. Hier würde ja die Marke von 4.770 genannt, die hat er hier nicht erreicht, auch nicht touchiert. Sonst wäre man hier ja womöglich erstmal vielleicht unglücklich eingestoppt worden, aber hier sieht es alles ja erstmal nur Konsolidierung auf hohem Niveau aus. Ein Gap Close ist hier immer noch denkbar, wenn auch diese Marke nur kurzfristig unterschritten wird. Stops sind wie gestern eben auf das Hoch zu legen. Der Dow Jones Index, ja, sollte jetzt hier die Wegstrecke nochmal die gleiche Wegstrecke in etwa nach unten machen. Da kommt man dann auf rund 18.150 Punkte. Alternativplan muss ja eben auch sein, nur bis 18.300, also hier einfach den Gap Close 18.300 Punkte wäre auch denkbar, nur man muss nicht unbedingt hier runter und dann schauen, wie sich da die Marktteilnehmer verhalten. Also das war jetzt hier kurz Nasdaq und Dow Jones. Wenn man schon bei den Indizes sind, dann kann man hier gleich noch den Hang Seng Index nehmen. Hier ist nur das so eingezeichnet, dass hier die Aufwärtsbewegung jetzt zu Ende ist. Im Prinzip genau genommen, wenn jetzt hier ein Tagesschlusskurs unter 22.200 stattfindet, dann sollte hier die Konsolidierungsbewegung eintreten. Sie könnte auch direkt ebenso wie jetzt eingezeichnet kommen. Wie weit? Ja, ich denke aber nicht, dass es eben groß wie geschrieben unter 21.800 geht. Dann kommt nochmal eine Aufwärtsbewegung oder eine Gegenbewegung und dann muss man schauen, wohin die zweite Bewegung dann führen kann. Der Nikkei-Index jetzt hier erstmal wirklich fast sensationell wieder diese Bewegung abgearbeitet, sogar zeitlich dann nur ein Stück tiefer. Schauen wir mal, was die Indikation noch gemacht hat. Ist auch jetzt hier erstmal exakt an der sogar ja sogar punktgenau, eigentlich doch punktgenau, ja, an der 16.830er Marke. Das Hoch war wirklich 16.830. Also diese Linie hier wurde exakt angelaufen und wie man eben auch hier sieht, natürlich bei der Indikation ist erstmal die Tageskerze jetzt negativ, aber das spielt jetzt hier erstmal nicht so eine große Rolle. Die Kerzen im noch regulären Parketthandel sind ja wichtig. Also hier passt WTI, habe ich keine Meinung mehr groß gehabt. Da kamen heute wieder Lagerzahlen raus, dann gab es einen Abverkauf. Muss ich mir morgen nochmal anschauen, ob da sich was ergibt. Sonst Münchner Rück war ja fertig, Heidelberg Zement. Wenn man hier nochmal in den Chat, in den Stream geht, ja, sollte man hier auf 77 Euro erhöhen. Kursziel jetzt, ja, 20 Cent, 25 Cent. Sollte jetzt oder ist jetzt für mich dann komplett abgeschlossen. Neu hinzu kam, die Frequenz wurde ja deutlich jetzt gesenkt, erstmal auch weil Urlaubszeit ist und zwei, weil halt die Volatilitäten runter sind. Nicht nur, dass ich im Urlaub bin, das ist erst noch, der Urlaub kommt Gott sei Dank noch, sondern hier, solange es gut läuft, sollte man von denen Setups im Prinzip, ja,
das Beste rausholen. Und wie jetzt, als diese Woche auch mit den Yen-Pairs nicht so gut klappt, muss man eben schauen, wo man das halt wieder reinholt. Aber bislang habe ich nichts anderes gefunden. Hier im Euro, japanischen Yen, also US-Dollar, japanischen Yen ist ausgestoppt. Hier passt es einigermaßen noch, wenn man das jetzt hier als erste Aufwärtsbewegung sieht. Hier ein Rücklauf, der relativ tief stattfand. Muss jetzt hier aber, ja, im Prinzip sowieso für das Setup muss es tief halten, auch sonst wäre es gut, wenn das tief hier hält. Und dann eine zweite Bewegung kann jetzt hier sich eben auch nochmal genauso fortsetzen. Noch ein älteres, wer hier investiert ist, der Stopp wurde ja nachgezogen, Euro gegenüber Pfund. Jetzt kann er hier anziehen. Vielleicht erreicht er ja noch tatsächlich, ja, vom Kursziel von diesem hier ist er nicht weit entfernt, vom anderen schon noch ein Stück, aber das passt wenigstens. Bevor man noch zum DAX kommt, aber da gibt es auch nicht viel zu sagen. Das Gold, wie oft eben hier erwähnt, auf Schlusskursbasis, 4-Stunden-Basis oder Tagesbasis ist die Marke relevant gewesen, ist erreicht worden, übertroffen worden, aber dann bärisch abgeprallt. Das ist, glaube ich, fast jetzt hier, ist ja nicht so wichtig, fast ja, wo es eben hier noch stand, habe ich gesagt, über 1340 gibt es jetzt die Alternative, dass es hier nochmal hochgeht und nicht unbedingt dieses Setup hier macht. Deswegen ist es immer noch schwierig. Wer hier auf dieses Setup vielleicht gesetzt hat und da oben zum Zuge kam mit Short-Positionen, definitiv in Gewinn setzen oder auf Einstand setzen. Wer natürlich jetzt hier schon eingestiegen ist, liegt jetzt hier dann eben wirklich bei plus minus null. Aber das war jetzt ja auch kein spezielles Short-Setup, sondern nur hier die Kaufzone, was ja hier eindeutig dann so war. Und mit dem Fall hier unten ist die wichtigere Kaufzone oder Umkehrzone. Bei Silber das ähnliche Bild, aber da ist sowieso nicht das speziell. Doch von damals war es noch eingezeichnet, ja, aber gehandelt, man ist ja hier noch long. Den Ausbruch hätte ich nicht, da wäre ich nicht direkt reingegangen, sondern nur bei Rückläufen. Jetzt kam der Ausbruch sowieso nicht zustande. Passt soweit, mit einer Position noch long und mal schauen, wohin der Markt noch geht. Habe ich gesagt, da ist das Gold ja der Taktgeber. So, dann ganz kurz noch zum DAX. Diese Bewegung hier. Das andere habe ich jetzt gar nicht hier, den anderen Chart, aber der war ja nur eingezeichnet, dass hier der Rücklauf exakt war, dann eben hoch. Der ging für mich, wie schon im Video erwähnt, etwas zu weit. Nun könnte sich eben hier eine Korrekturbewegung ergeben, die aber auch unter die 10.600 Marke gehen sollte. Bislang war das noch nicht der Fall. Und dann eben noch hier das Kursziel von oben. Also da hat sich jetzt nichts geändert. Die Konsolidierungsphase ist eingeleitet worden, allerdings eben ohne aktiven Handel. Das ist jetzt hier auch 50 Punkte Range. Naja, kann man natürlich im 4-Stunden-Chart nicht handeln, sondern muss natürlich in den unteren Zeitebenen gehen. Und noch ein Blick auf den Wochenchart. Da dürfte sich jetzt hier natürlich der Ausbruch, ja, hier mit der Gap-Kante ist natürlich positiv zu sehen. Allerdings, wie man es natürlich auch jetzt auf jedem Kanal sieht und hört, denkt jeder, ja, es kann jetzt nur aufwärts gehen. Das ist vielleicht eine trügerische Sicherheit. Allerdings bleibt hier, solange jetzt hier dieses Gap noch nicht geschlossen wird, bleibe ich, wie gesagt, bei dieser Version, die ja schon bekannt ist. Und dann muss ich sehen, wohin der Markt geht. Dann muss man sich wieder in den unteren Zeitebenen sich durchkämpfen. Danke fürs Zuhören. Bis morgen früh. Ja, dürfte schon klappen, morgen früh. Bis dann.